Das letzte Juniwochenende steht in der friulanischen Lagunenstadt Grado ganz im Zeichen der Regatta Graisana. Organisiert wird dieses spektakuläre Volksfest von der ehrwürdigen Società Canottieri Ausonia, deren Präsident Aldo Olivotto stolz auf eine lange und ruhmreiche Geschichte verweisen kann. L'Ausonia nasce però 100 anni fa, quest'anno c'è l'anniversario, il centesimo anniversario della fondazione. Nasce nel 1909. Und so geben sich internationale Größen des Segelsports hier ein Stelldichein. Mit topmodernen Schiffen und professionellen Mannschaften legen sich die Teams für Sieg, Ruhm und Ehre ins Zeug. Auch wenn sie manchmal mehr gegen die Flaute als gegen die unbändige Kraft der Naturgewalten kämpfen müssen. Nicht weniger ehrgeizig bestreitet der Nachwuchs seine Wettkämpfe, wenngleich auch unter völlig anderen Voraussetzungen. Queste imbarcazioni sono le tipiche battelle, il nome proprio è battella, che sono le barche da lavoro dei pescatori in laguna. Hier geht es darum, dass sich die Jugend an den typischen battele, den flachen Arbeitsbooten der Lagunenfischer, versucht. Wettkampf, Spiel und Freude stehen dabei im Vordergrund. Die besten Lehrmeister für spätere Spitzenathleten, wie sie die Società Canottieri Ausonia bereits in großer Zahl hervorgebracht hat. Abgerundet werden die sportlichen Wettkämpfe mit ausgelassener Festtagsstimmung. Ganz Grado ist auf den Beinen und feiert dieses Wochenende mit Konzerten und jeder Menge kulinarischer Köstlichkeiten. Die Graisana in Grado, ein tolles Regattafest, das Einheimische wie Touristen gleichermaßen in seinen Bann zieht. Grazie Arturo!